Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Schulungsvideo geht es um den Begriff Jahresabschluss. Und die Frage ist, was gehört zum Jahresabschluss einer Gesellschaft? Und die Antwort lautet, wie so oft in der Betriebswirtschaftslehre, das kommt drauf an. Worauf kommt es an? Es kommt darauf an, ob es sich um eine Personengesellschaft, also Einzelunternehmen, BGB-Gesellschaft, OHG, KG, um eine Personengesellschaft handelt oder um eine Kapitalgesellschaft. Die Grundlage ist das HGB, das Handelsgesetzbuch. Dort ist festgelegt, was der Jahresabschluss ist. Aber zunächst einmal haben wir Vorschriften, die gehen bis zum Paragraphen 263 im HGB und die gelten für alle Gesellschaften. Und dann ist hier eine Grenze. Und ab 264 haben wir ergänzend für Kapitalgesellschaften, später noch für eingetragene Genossenschaften, das ist jetzt hier nicht so wichtig, also ergänzend ab Paragraph 264. Das ist eine wichtige strukturelle Unterscheidung. Sodass wir also erstmal schauen für die Personengesellschaften, da ist zunächst mal relevant der 242, der ist auch relevant für die Kapitalgesellschaften, aber ergänzend kommt weiteres hinzu. Was sagt nun der 242? Der 242 sagt, schauen wir rein, 242, 242, schauen wir, Wahrnehmung der Struktur, 1, 2, 3, 4 Absätze. Der dritte Absatz ist entscheidend. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung bilden den Jahresabschluss. Also nach 242 Absatz 3 HGB, wie gerade überprüft, besteht der Jahresabschluss aus zwei Elementen für Personengesellschaften, nämlich aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, kurz G&V genannt. Jetzt wird dieser 242 Absatz 3 ergänzt. Ab 264 HGB kommen ergänzende Vorschriften für die Kapitalgesellschaften hinzu. Schauen wir, was der 264 sagt. Auch hier wieder 1, 2, 3, 4 Absätze. Relevant ist hier der Absatz 1. 264 Absatz 1. Die gesetzlichen Vertreter haben, ich kürze ein bisschen ab, haben den Jahresabschluss, um eine Kapitalflussrechnung und einen Eigenkapitalspiegel zu erweitern, die mit der Bilanzgewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang eine Einheit bilden. Und später ist noch vom Lagebericht die Rede, der aber von kleinen Kapitalgesellschaften nicht aufgestellt werden muss. Also halten wir auch das wieder fest. Der 264, Paragraph 264 sagt im Absatz 1, dass der Jahresabschluss hier erweitert wird, und zwar Bilanz, siehe links, G&V, das hatten wir schon, und jetzt wird erweitert, und zwar wird erweitert um eine Kapitalflussrechnung, um einen Eigenkapitalspiegel und um den Anhang. Und dann wird noch getrennt sprachlich zwischen Jahresabschluss und Lagebericht, den wiederum die kleinen Kapitalgesellschaften nicht brauchen. Also man kann das hier mit diesen Bestandteilen den erweiterten Jahresabschluss nennen für Kapitalgesellschaften. Warum ist das so? Nun, Kapitalgesellschaften haben eine Haftungsbegrenzung auf das Gesellschaftsvermögen. Das Privatvermögen der Gesellschafter haftet nicht. Und das erkauft man sich durch mehr Transparenz. Ja, diese ganzen zusätzlichen Elemente schaffen mehr Transparenz, mehr Informationen über die Gesellschaft als die Personengesellschaft. Ja, das war's schon wieder. Schauen Sie unter spaßlerndenk-shop.de für weitere Produkte, die Ihnen das Lernen erleichtern. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön.